Eine Entdeckung des CEM-Forschungszentrums für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften könnte ein revolutionärer Ansatz für eine radikal neue Antikrebsstrategie sein. Die Studie der Forschungsgruppe von Giulio Superti-Furga wurde am 2. April vom renommierten Fachjournal Nature Online publiziert. Am Zentrum für molekulare Medizin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, CEM, sind ja spezialisiert, die Wirkstoffe von Arzneimitteln so zu analysieren, dass wir versuchen, auf molekularer Ebene zu verstehen, wie sie wirken. Immer wieder versuchen wir, Wirkstoffe zu nehmen und indem wir versuchen zu verstehen, was sie machen, auch versuchen zu verstehen, ob es neue Angriffsmöglichkeiten gibt beim Krebs. Wir haben ein Molekül gefunden, der uns gezeigt hat, dass dieses MTH1, das ist ein neuer Enzym, dass es sehr sich gut eignen würde für Krebstherapie. Das Molekül stellt sozusagen das Spiegelbild eines bereits zugelassenen Arzneistoffs dar. Die Grundstruktur haben wir hier aufgezeichnet. Bei dem zugelassenen Arzneistoff befindet sich hier eine kleine Molekülgruppe, die sterisch, also im dreidimensionalen Raum sozusagen, hier nach vorne zeigt. Und was wir entdeckt haben, ist, dass wenn wir das Spiegelbild des Arzneistoffs nehmen, bei dem sozusagen diese kleine Gruppe in diese Richtung zeigt, eine völlig andere Wirkung hat auf die Proliferation von Tumorzellen. Wenn wir ein Präparat gehabt hätten, das vollkommen rein gewesen wäre, also 100%, dann hätten wir das nie gefunden. Nun, das war ein absolut glücklicher Zufall für uns, den wir nicht vorhergesehen hatten, denn wir hatten ganz normal bei einem Hersteller für Laborzwecke eine Charge dieses Wirkstoffs bestellt. Und nur durch weitere Untersuchungen hat sich herausgestellt, dass diese Charge verunreinigt war, nämlich eben mit dem Spiegelbild dieser Verbindung. Und erst in den In-vitro-Experimenten haben wir festgestellt, dass die Aktivität anders war als wir erwartet, weshalb wir dann dieser Aktivität näher auf den Grund gegangen sind mit weiterführenden Untersuchungen. Und diese Substanz hatte eine vollkommen unerwartete Aktivität gegen diesen MTH1, also diesen Enzym. Und daraus irgendwie hat sich dann die Chance ergeben, die Substanz besser zu testen. Das haben wir dann gemacht, irgendwie auch in Mausmodellen. Und es hat sich eben herausgestellt, dass es ein wunderbarer Mittel sein kann für bestimmte sehr aggressiven Krebsarten. Wir konnten im Modell zeigen, dass dieser neue Wirkstoff eben selektiv das Wachstum von Tumorzellen hemmt. Und zwar geschieht das folgendermaßen. Dieser Hemmstoff führt zu einer Anhäufung von DNA-Schäden in den Tumorzellen, die sozusagen an ihrem eigenen Unrat zugrunde gehen. Das Enzym MTH1 arbeitet als Putztrupp in der Zelle. In einer Einbuchtung der katalytischen Tasche spaltet es beschädigte DNA-Bausteine und sortiert diese aus. Der neu entdeckte Wirkstoff S-Crizotinib blockiert die Tasche, wodurch sich die Menge defekter Bausteine erhöht. Mit einem fatalen Ergebnis für den Tumor. Die schadhaften Bauteile werden in das Erbgut der Tumorzelle eingebaut, die entartete Zelle stirbt. Wir werden Jahre brauchen, um zu sehen, ob das tatsächlich irgendwie auch beim Menschen funktioniert. Aber das Spannende ist, es ist eine neue Therapie, also es ist eine neue Strategie eigentlich, eine noch bis jetzt noch nicht dagewesene Strategie. Und es ist gleich ein Molekül gefunden worden, das sehr ähnlich ist wie ein Molekül, von dem wir wissen, dass es gut funktionieren kann. Das grundsätzlich Faszinierende ist, dass nur ein ganz kleiner Unterschied, eben, dass die beiden Moleküle sich nicht decken können, sondern dass man, wenn man das so ist, wie wenn man mit dem rechten Handschuh versucht, die linke Hand zu bedecken, dann passt dieser Handschuh nicht. Dass dieser Unterschied so groß ist, dass die vollkommen verschiedene Proteine binden. Das ist eigentlich faszinierend und das habe ich noch nie gesehen. Dieser neue Prozess, diese neue Strategie können wir eigentlich erfüllen mit einem Spiegelbild, also mit einem Abbild eigentlich von einem bestehenden Medikament, was eigentlich eine wunderbare Geschichte ist, weil man hat gleichzeitig ein neues Prinzip, eine neue Therapie, eine neue Strategie, einen neuen Ansatz und gleichzeitig aber fast einen vielversprechenden neuen Wirkstoff, den wir ausnützen können. Also wir nennen das doppelter Jackpot, weil es ist nicht einmal gewonnen, sondern zweimal gewonnen. Hier ist es eine allgemeine Eigenschaft von Krebszellen, die zu schnell wachsen, die sozusagen eine Achillesferse auf einmal haben. Sie haben eine Empfindlichkeit und diese Empfindlichkeit nützen wir hier aus. Giulio Superti-Furga und seinem Team am Zentrum für molekulare Medizin haben eine wunderbare Entdeckung gemacht, einen völlig neuen Mechanismus entdeckt, wie man eventuell an die Wurzeln von Krebs herangehen könnte. Man muss dem CEM mal gratulieren. Man muss der Medizinischen Universität Wien gratulieren, dass es ihr gelungen ist, dieses CEM in der Nähe der Medizin anzusiedeln. Das
garantiert, dass der Fokus einer Forschungsinstitution ganz darauf ausgerichtet ist, medizinrelevante Themen so zu bearbeiten, dass es eigentlich von da an bis zur Anwendung nur in kleinen Schritten schon relativ leicht erreichbar ist, das Ziel. Das CEM, unser Institut hier in diesem Campus, dieser ganze Campus Wiener Biocenter hat sich fantastisch entwickelt. Natürlich auch die Medizinische Universität und das CEM ist ein ganz wichtiger Teil dieser neuen Entwicklung. Und ich glaube, wir in Österreich brauchen uns vor niemanden verstecken. Und die Arbeiten von Giulio Superti-Furger und den Leuten am CEM zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass wir auch hier in Österreich absolute Weltklasse-Forschung machen können und nicht nur können, sondern auch tun.